An der Realschule in Plattling waren wir innerhalb der vergangenen Wochen schon zum zweiten Mal. Ende Februar hat die Theatergruppe das Gespenst von Canterville aufgeführt und auch das wollten wir uns damals nicht entgehen lassen. Ein knappes halbes Jahr hatten sie dafür geprobt. Es ist eigentlich immer so, dass man eine Woche vorher nahe am Nervenzusammenbruch ist, weil man sagt, das klappt ja nie. Und dann ist es wirklich auch, so wie es heuer auch war, ganz toll. Also die Aufführungen waren wirklich perfekt. Die Schüler haben alles gegeben. Das Theaterstück soll heuer aber nicht das einzige Großprojekt der Realschule bleiben. In zwei Wochen steht das Schulkonzert an und dafür probt eine neu zusammengestellte Schulband bereits fleißig, zusammen mit einem Chor. Ja, es wird spannend, schon langsam. Wird ein buntes Programm, abwechslungsreich mit Tanz, bisschen Theater ist dabei, bisschen Akrobatik ist auch dabei und sehr, sehr viel Musik. Mit der Schulband, wie wir gerade gehört haben, mit dem Chor. Also wir haben eigentlich zwei Schulbands, auch die Zehntklässler haben noch eine Schulband, die werden wir natürlich auch hören. Und einige Solokünstler sind auch dabei, sehr talentierte Musiker. Die jetzt natürlich richtig hinfiebern auf den 30. März, den Tag des Schulkonzerts. Für die meisten ihr erster großer Auftritt vor Publikum. In zwei Wochen ist Schulkonzert, schon aufgeregt? Ich bin eigentlich ganz okay, weil wir haben so oft geprobt und es hört sich mittlerweile ziemlich gut an. Bei mir dasselbe relativ, also die Lieder können wir mittlerweile auswendig und es wird eigentlich so ein Klacks, also es ist sehr einfach. Naja, ein bisschen. Also ich freue mich schon sehr aufs Konzert, aber wir schaffen es, oder? Ja, wir schaffen es. Ja, schon, aber wie meine Großeltern immer sagen, scheiß dir nichts, dann fällt dir nichts. Vor großem Publikum durften auch wir von DonauTV uns heute vorstellen. Die gesamte 500 Mann starke Schulfamilie hatte sich im Forum versammelt, damit wir ihnen zeigen können, wie Regionalfernsehen gemacht wird. Und eine Neuigkeit hatte Moderator Manuel Krüger dabei auch zu verkünden. Ich kann euch übrigens auch sagen, das habe ich jetzt noch auf keiner Schultour erzählt, weil wir es erst seit ein paar Tagen wissen. Der Fabian ist mit dem Film sogar für den Deutschen Regionalfernsehpreis nominiert, weil wir den eingereicht haben, weil wir den auch richtig gut fanden. Und da wissen wir dann in einer Woche, also morgen in einer Woche ist die Preisverleihung in Stralsund, da fährt er dann hin und dann wissen wir, ob er vielleicht sogar den Preis noch gewinnt. Das erfahrt ihr dann natürlich auch bei DonauTV, wenn ihr wollt. Die Badminton-Mädels der Plattlinger Realschule sind uns da schon einen Schritt voraus. Die haben nämlich erst gestern am Donnerstag die Bayerische Schulmeisterschaft gewonnen und sich dabei gegen lauter Gymnasien durchgesetzt. Wie geht's euch? Frisch gebackene bayerische Meister, habt ihr das schon realisiert? Ja, so ein bisschen, also noch nicht ganz, aber eigentlich ist es schon ein cooles Gefühl. Es läuft scheinbar vieles richtig gut an der Konrad-Graf-Preising-Realschule in Sachen Musik, Sport, Theater und natürlich auch in der Lehre. Die Schule ist eine MINT-Schule und frisch ausgezeichnete Umweltschule, hat bilinguale Klassen, in denen die Kinder Geschichte auf Englisch lernen und es ist auch eine soziale Schule mit Tutorenprogramm. Also hier sind alle ziemlich tolerant, man kann sich wirklich mit jedem über alles unterhalten. Ich wohne in der Nähe und ich finde die Schule auch ziemlich neumodisch und das ist auch schön. Mir gefällt eigentlich alles und besonders, dass wir hier auch Französisch lernen dürfen und viele Möglichkeiten haben. Ja, die Schule ist schon schön, es hat nette Leute da, also das ist schon schön. Unser facettenreiches Schulprofil und das sich kümmern um die Kinder. Also wir schauen sehr auf die Werte, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Transparenz, Schule macht Freude. Ich bin jetzt 12 Jahre Schulleiterin. Natürlich hat man viele Probleme zu lösen, aber es ist immer noch meine Traumschule. Am Ende unseres Schultags in Plattling haben wir uns natürlich auch diesmal noch mit einigen Schülern zusammengesetzt, Moderationen geübt und Fernsehkameras erklärt. Und das werden wir auch bei unserer nächsten Station von DonauTV macht Schule wieder machen. Kommenden Dienstag am Gymnasium in Landau.